Jonas und Steffen sind im Urlaub angekommen und Jonas erzählt Steffen, dass das Hotel nur 300 Meter entfernt vom Strand ist. Aber die beiden möchten gerne wissen, wie viel das eigentlich in Kilometern bzw. in Zentimetern sind. Und um das auszurechnen, brauchen sie eben Hilfe und vor allem brauchen sie die Längenmaße. Und wie man die ineinander umrechnet, das zeige ich dir jetzt nochmal. Du findest das aber auch in dem letzten Video und zwar in dem Wissensvideo zu dieser Sektion. Also, wir haben hier 1 Kilometer und 1000 Meter. Wie kommen wir jetzt von 1 Kilometer auf 1000? Das kann man nur schaffen mit dem Faktor 1000. Das liegt daran, dass in dem Wort Kilo eben 1000 drinsteckt. Kilo bedeutet 1000. So kannst du das merken und somit ist auch die Umrechnung hier mal 1000. Möchtest du von Meter auf Kilometer, dann musst du genau das Entgegengesetzte tun und zwar eben durch 1000 teilen. So ist das zum Beispiel auch bei Gramm und Kilogramm. Bei Kilogramm steckt ja auch wieder das Wort Kilo drin und meinetwegen 1000 Gramm Nüsse sind 1 Kilogramm Nüsse. So ist es auch bei Metern. 1000 Meter sind 1 Kilometer. Gut, jetzt haben wir hier Meter meinetwegen. Jetzt nehmen wir uns 1 Meter davon raus und möchten den gerne in Dezimeter umrechnen. Dann kann das nur mit dem Faktor 10 passieren. Und das Schöne ist, dieser Faktor 10, den setzen wir immer an. Das heißt, außer am Anfang bei den Kilometern müssen wir immer mal 10 rechnen. Also von Meter auf Dezimeter, von Dezimeter auf Zentimeter und auch von Zentimeter auf Millimeter. Möchten wir diese Einheiten jetzt zurückrechnen, also ich mache das erstmal nochmal hier mal 10 und hier eben am Ende auch mal 10. Möchten wir diese Einheiten zurückrechnen, dann müssen wir eben auch wieder die entgegengesetzte Rechnung durchführen, eben nicht mal 10, sondern geteilt durch 10. Also, kannst dir merken, immer mit 10 arbeiten, außer bei den Kilometern, da musst du mit den 1000 arbeiten. Okay, so viel erstmal nochmal zur Wiederholung. Und jetzt haben wir hier die Aufgabe, berechne die Größe 25 cm in Dezimeter, Millimeter und Meter. Das sind jetzt alles unterschiedliche Angaben und wir sollen jetzt einfach mal versuchen, dass wir das umrechnen können. Grundsätzlich haben wir jetzt erstmal 25 cm. Und wir haben jetzt hier ein A, die Aufgabe, 25 cm umzurechnen in Dezimeter. Dafür müssen wir uns erstmal anschauen, wo wir hier auf diesem Zahlenstrahl, sage ich jetzt einfach mal, auf diesem Strahl, der jetzt hier die Längenmaße andeutet, eben befinden. Wir haben Zentimeter und wollen zu Dezimeter. Also müssen wir diesen Schritt hier machen, diesen Pfeil hier. So, wir sind bei Zentimeter und wollen zu Dezimeter. Also müssen wir hier laut Rechenauftrag geteilt durch 10 rechnen. Also geteilt durch 10. Das bedeutet, wir haben hier eine 0. Machen wir uns mal eine Nebenrechnung. 25 schreiben wir jetzt mal als Kommazahl, also als Dezimalzahl mit einer Komma 0. Und da wir hier eine 0 haben, durch die wir teilen, also geteilt durch 10, müssen wir das Komma eben eine Stelle nach vorne schieben. Also daraus wird dann letztendlich 2,5, wenn wir dieses Komma eine Stelle nach vorne schieben. Und das ist jetzt eben auch das Ergebnis. Ist gleich 2,5 Dezimeter. So, jetzt gucken wir auf B. Du kannst natürlich immer das Video anhalten und es einfach mal selber probieren. Und wenn du es dann selber probiert hast, kannst du gucken, ob ich das genauso gemacht habe hier. Gut, ich mache jetzt weiter mit den Lösungen. B. Hier haben wir, wir sollen 25 cm in Millimeter umrechnen. Also den Weg von Zentimeter auf Millimeter. Hier ist Zentimeter, hier ist Millimeter und wir sollen eben von Zentimeter auf Millimeter, also diesen Weg hier oben gehen. Das heißt, wir müssen rechnen 25 cm mal 10. Und dieser Weg ist immer etwas einfacher als geteilt rechnen, weil beim geteilt rechnen musst du dieses Komma immer so viel verschieben, wie du Nullen hast. Und beim Malrechnen musst du einfach nur Nullen hinten dran hängen. Quasi das Komma in die andere Richtung verschieben. Beim geteilt verschiebst du das Komma nach links und beim Mal verschiebst du das Komma nach rechts. Schau mal, hier bei dieser 25,0. Wenn du jetzt das Komma nach rechts verschieben würdest, eine Stelle, dann wärst du bei 250. Genau das hast du raus, wenn du hier 25 mal 10 rechnest. Also 250 und wir wollten zu Millimeter, also ist das jetzt hier auch wieder unser Längenmaß. Viele Schülerinnen und Schüler vergessen immer hinzuschreiben, was das ist. Millimeter, Zentimeter, sagt der Lehrer dann immer, ja, was ist das denn? Äpfel oder was?
Also immer die Längenangabe mit hinschreiben, damit jeder auch weiß, worüber du hier sprichst. So, jetzt haben wir noch eine weitere Aufgabe. Das ist die Aufgabe C. Und die ist genauso leicht. Wir gucken uns wieder an, was haben wir hier? Wir haben 25 cm und wir sollen zu Meter. Also 25 cm. Ja, und was ist jetzt unser Rechenauftrag hier? 25 cm zu Meter. Also Zentimeter zu Meter. Wo finden wir das? Finden wir hier gar nicht so erstmal direkt, sondern wir müssten von hier diesen Pfeil hier gehen. Von Zentimeter erstmal diesen Pfeil, also einmal geteilt durch 10, dann sind wir bei Dezimeter. Und dann müssten wir nochmal von Dezimeter diesen Pfeil hier gehen und dann sind wir erst bei Meter. Okay, machen wir erstmal das Erste. Wir müssen 25 cm geteilt durch 10 rechnen, dann sind wir bei Dezimeter. Das haben wir hier oben schon mal gemacht, da kamen 2,5 Dezimeter raus. Okay, schreiben wir das erstmal auf. Und jetzt gehen wir noch den zweiten Pfeil, eben von Dezimeter auf Meter. Da haben wir jetzt hier unser Zwischenergebnis, 2,5 Dezimeter, und müssen laut unseres Pfeils hier nochmal geteilt durch 10 rechnen. Das heißt, wir müssen das Komma nochmal eine Stelle verschieben. Wir machen das mal. 2,5 und wir schieben das Komma nochmal eine Stelle nach da. Dann hat man 0,25. Aber 0,25 geht nicht, also müssen wir vorher noch eine 0 schreiben, damit das Sinn macht. Also 0,25. Und genau das ist hier auch unser Ergebnis. Und zwar in Metern, denn das war ja hier oben laut Aufgabe auch gefragt. Längenangaben sind super wichtig und wir haben jetzt auch schon unterschiedliche kennengelernt. Erstmal haben wir die Millimeter, die kürzt man ab, mm. Das sind die ganz kleinen Striche hier auf dem Geodreieck. Also nicht die etwas längeren, sondern wirklich diese ganz kleinen Striche. Jeder einzelne Strich ist ein Millimeter. So, dann haben wir...